Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, ich halte es schon in der Hand. Es riecht fantastisch. Es ist die leckerste Soße der Welt. Und wie ich die jetzt mache, das zeige ich euch jetzt. Für die Soße habe ich jetzt alle Zutaten hingestellt, die wir brauchen. Das heißt, hier sind 50 Gramm Schmelzkäse drin. Das ist jetzt die Light-Version, einfach weil ich die zu Hause hatte. Ihr könnt natürlich gerne die vollfette Variante nehmen. Hier sind genau 125 Milliliter Sahne drin. Und hier ist der neue Käse. Der heißt Royal Grand Cru. Also ich habe hier den Zettel extra nochmal hingelegt. Wahrscheinlich ist das hier, war nicht mehr Platz, um das auszuschreiben. Keine Ahnung, soll ein bisschen wie Amsterdam schmecken. Und, huch, jetzt kleckert das. Moment, so. Wie man sieht, der hat schon diese Salzkristalle hier, dieses auskristallisierte. Das heißt, der schmeckt wahrscheinlich extrem lecker. Und jetzt kann ich mir das kleine Stückchen einfach mal in den Mund schieben und schmatzen. Ja, kommt echt an Amsterdam ran. Ich glaube, der ist aber nicht ganz so alt. Okay, sehr, sehr lecker. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Hier in der Tasse. Das sind übrigens 65 Gramm. Also jetzt vielleicht nur noch 63. Hier habe ich einen Klops Cheddar. Den haben wir auch von der Theke geholt. Das sind jetzt 106 Gramm. Hier hätte ich wirklich eine ganz kleine Knoblauchzehe. Und 6 Gramm Mehl. Einfach für die Mehlschwitze, die wir dann gleich machen. Und ich habe hier alle Gewürze einmal drauf gemacht. Das heißt, hier hätten wir Salz, ein bisschen Pfeffer, da könnt ihr gerne weniger von nehmen. Das ist Kurkuma und das ist selbstgemachtes Selleriepulver. Das ist für den Geschmack immer sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich habe hier auch noch Fett zu stehen. Das heißt, für die Mehlschwitze brauchen wir das ja. Und da habe ich zufälligerweise hier so ein richtig geiles Peanut Oil mir ausgesucht. Ja, das bestelle ich immer online und die Crew der Sache ist ja natürlich, dass man hier so einen Cocktail-Ausgießer oben dran hat, einfach damit man das Öl besser portionieren kann. Das ist auf jeder meiner Ölflaschen drauf, weil es einfach praktisch ist. Ja, wie geht's jetzt los? Ich werde den Käse reiben und dann sehen wir uns gleich wieder. Schaut mal hier, die Berge des Glücks sind fertig und das sieht richtig, richtig gut aus. Ich mache jetzt die Sahne warm, verrühre die Zutaten alle miteinander. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier habe ich mir meinen Topf geholt. Perfekt. Ja, ich habe die kleineren sind gerade in der Spülmaschine. Deswegen muss ich jetzt hier den großen nehmen. Aber funktioniert trotzdem. Achso, und ich habe natürlich hier den roten Cheddar. Ich habe auch am Wocheneinkauf noch den guten, richtigen irischen Cheddar geholt gehabt. Ich war aber zuerst in der Theke, deswegen konnte ich den jetzt nicht mehr zurückgeben. Der ist hier auch sehr, sehr lecker. Hier für den deutschen Markt haben sie den extra eingefärbt, so rötlich, damit man den im Käseregal auch immer wiedererkennt. Aber der echte ist der irische Cheddar. Der ist nicht gefärbt im Moment. Ich zeige euch den. So, hier seht ihr den echten irischen Cheddar. Der ist nicht eingefärbt und der ist auch ein bisschen älter als der rote jetzt hier. Und er hat auch schon, fängt an, diese Salzkristalle zu bekommen. Also auch richtig, richtig lecker. 12 Monate gereift, wie gesagt. Und da bilden sich die ja dann jedenfalls. Ich hatte ja hin und her überlegt, welchen Käse ich jetzt genau für die Soße nehme. Im Prinzip kann man ja jeden Käse nehmen. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Käsemischung machen. Und weil ich ja den Royal Grand Cru hatte als zweiten Käse, der steht ja sowieso fest, wollte ich nicht zwei Hartkäsesorten nehmen, die diese Salzkristalle schon haben, weil das mir dann einfach zu kräftig wäre. Deswegen habe ich mich jetzt doch für den roten entschieden. Aber ja, falls ihr mal richtigen Cheddar essen wollt, dann holt auf jeden Fall den, der nicht rot ist. Also meine Sahne ist jetzt richtig, richtig gut heiß geworden. Und ja, jetzt kommen die Berge des Glücks hier einfach rein. Müsste natürlich nicht so fein reiben, aber so habe ich es viel, viel einfacher. Ja, der Cheddar, der hat halt einfach auch eine tolle Farbe. Und ich mache die 50 Gramm Schmelzkäse auch noch rein. Jetzt haben wir den spaßigen Teil erledigt. Es riecht wirklich herrlich. Ich mache jetzt die Mehlschwitze, das heißt, ist wirklich nur eine ganz kleine Mehlschwitze, mit ein bisschen Mehl und mein Öl und lasse sie wirklich richtig gut anbraten, nicht auf voller Hitze, nicht schwarz werden lassen, auch nicht nur eine Sekunde, damit das nicht so mehlig schmeckt nachher. Deswegen einfach schön ein bisschen, wirklich mal 5 Minuten oder 6, halt einfach in der Pfanne lassen. Und die passende Temperatur wählen, dass das halt auch alles gut funktioniert. Und dann verheiraten wir die Mehlschwitze mit der Käsecreme. Und ja, das war auch schon das ganze Geheimnis. So sieht es jetzt momentan aus.
Es riecht fantastisch. Also hier könnte man echt Geruchs-YouTube mal einführen. Es ist wirklich ein herrlicher Duft, der hier so hochströmt. Ja, ich habe das Ganze jetzt schon verheiratet mit der Mehlschwitze. Wie man eine Mehlschwitze macht, glaube ich, wisst ihr alle. Muss ich euch nicht mehr zeigen. Ansonsten, es gibt sogar Maggi-Tüten, da steht Mehlschwitze drauf für Leute, die gar keine Ahnung haben. Alternativ der Pro-Tipp, weil viele mögen auch den Geschmack der Mehlschwitze nicht, wenn es so mehlig ist. Da hilft ja nur lange braten, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ansonsten einfach den Käseanteil so weit erhöhen, diesen festen Käseanteil, dass es halt dann auch, wenn es abgekühlt ist, eine flüssige Konsistenz hat. Geht natürlich auch, kann man machen. Ich habe hier meinen Teller mit Gewürzen. Die kommen jetzt hier komplett einfach rein. Hops. Das könnt ihr natürlich alles machen, wie ihr das wollt, was euch schmeckt, was ihr zu Hause habt. Ja. Salz und Pfeffer hat ja jeder, müsste auch ausreichen. So, jetzt nochmal gut verteilen. Und dann kann man sich eine Schüssel nehmen und das Ganze hier reinfüllen. Und ja, so kann man es dann einfach auf den Grilltisch draußen hinstellen, falls ihr das nächste Mal grillt und ihr nicht wisst, was ihr für Soßen haben wollt und euch mal die Grillsoßen selber machen wollt. Das ist auf jeden Fall eine geniale Variante, könnt ihr auf jeden Fall machen. Schmeckt mega. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.